Und weiter geht's mit Mass Effect 3. Zwischen der letzten und dieser Folge habe ich ein bisschen gescannt, das Nutzerinformationen. Also wir haben ein paar Sachen mehr im Inventar, wir haben ein paar Quests, die wir abgeben können. Ich habe hier oben das abgescannt und hier unten ein System. Das waren alle, die ich gefunden habe. Damit sind wir bereit, zur Außenzone aufzubrechen, um mit den Quarianern zu reden. Und vielleicht zu erfahren, was mit den Geth vor sich geht und überhaupt, das könnte sehr interessant werden. Ja? Wir müssen sehen, wie es Tali geht. Ja. Wir hatten ja diese riesige Gerichtsverhandlung, wir haben ja diese ganzen Leute kennengelernt, oh mein Gott. Und da das ein Questgebiet ist, gehe ich mal davon aus, hier gibt es auch nichts zu finden. Aber ich kann ja trotzdem mal ein bisschen scannen. Ja. Mal so tun. Ne, haben wir nichts. Also fahren wir zum quarianischen zum quarianischen Abgesandtenschiff. Ach du meine Güte. Diese Diplomatenfregatte ist mit keinem anderen quarianischen Schiff vergleichbar. Ihre Hülle hat eine vergleichsweise niedrige Temperatur und sie scheint Wärme ähnlich abzuleiten wie die Normandy, wenn sie aus dem Tarnmodus kommt. Wie die Quarianer dieses topmoderne Schiff entwickeln konnten, ist unbekannt. Aber seine Funkfrequenzen sind offen und es sendet Willkommensnachrichten an die Normandy. Da gibt's ja eigentlich nur eine Möglichkeit. Die Quarianer sind nicht die Leute, die technische Innovationen durchziehen. Das sind gar nicht die Leute, die das können. Die haben bestimmt einen Pakt mit den Geth. Ja, ich sag's jetzt und später wird's richtig sein, ja? Hoffentlich. Hoffentlich, ich will... Commander Shepard, schön, Sie wiederzusehen. Ich wünschte nur, die Umstände wären angenehmer. Ich hatte auf Ihre Unterstützung gegen die Reaper gehofft. Was geht hier vor? Vor 17 Tagen haben die Quarianer mit Angriffen auf 4 Geth-Systeme den Krieg zur Rückeroberung begonnen. Eine klare Verletzung unseres Abkommens mit dem Rat zur Vermeidung einer Provokation der Geth. Eine Vertragsverletzung ist nichts verglichen mit der Inbesitznahme unserer Heimatwelt und Top-KI-Technologie. Was? Zum Teufel geht hier vor sich. Ihre Heimatwelt? Sie meinen Runoch? Genau, Commander. Vor 300 Jahren haben wir unsere Welt an unsere eigenen KI-Schöpfungen, die Geth, verloren. Nachdem wir versucht hatten, sie zu töten. Wir wollten sie nicht töten, Corys. Wir wollten sie deaktivieren. Es war kein Mord. Ich hatte wirklich Vertrauen. Ich hatte wirklich Vertrauen. Als ich dieses topmoderne Schiff gesehen habe, habe ich gedacht, oh mein Gott, die werden sich irgendwie zusammengerauft haben. Weil ich dachte, das ging in die Richtung. Ging es nicht in die Richtung? Hatte ich nicht. Ich hatte mir gedacht, da wir die Geth ja quasi wieder zurück auf ihren ursprünglichen Kurs gebracht haben und die nicht mehr beeinflusst wurden sind von den Reapern, und Legion ja so ein großer Fan von mir ist, habe ich gedacht, das wird jetzt alles gut. Aber anscheinend hatte ich das nicht richtig eingeschätzt. Und ich bin der Meinung, ihr solltet den Krieg der Rückeroberung jetzt nicht führen, ja? Die sind jetzt da. Die sind eine Macht, mit der man rechnen muss. Und das ist auf jeden Fall eine Macht, die wir auf unserer Seite haben wollen. Doch, es war Mord. Commander, die Quarianer hatten niemals vor, eine echte KI zu erschaffen. Es war ein Missgeschick. Dass sie dadurch korrigieren wollten, dass sie umbringen. Ach, würden wir zugeben, dass wir im Irrtum waren, wäre dieser verrückte Invasionsplan nicht länger gerechtfertigt. Auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, wo ihr die Ressourcen her habt, um diese Invasion durchzuziehen. Und ich weiß auch nicht, wo ihr das neue Schiff her habt. Aber Cerberus hat die Daten. Cerberus hat die Normandy ja nachgebaut. Das heißt, und da das Schiff ähnlich der Normandy ist in seiner Konfiguration der Hülle, könnte das durchaus sein, dass ihr einen Deal mit Cerberus eingegangen seid. Auf jeden Fall ist die Invasion ein Fehler. Habt ihr denn nichts gelernt? Sie greifen die Geth an? Schon wieder? Und diesmal bedeutet es vielleicht das Ende für unser Volk. Wir hatten die Geth schon zurück im Heimatsystem, als plötzlich dieses Signal an alle Geth-Schiffe ging. Die Reaper. Unter der Kontrolle der Reaper sind die Geths deutlich effektiver. Unsere Flotte ist im Heimatsystem festgenagelt. Wenn wir siegen wollen... Siegen? Sie wollten die zivilen Schiffe, Admiral Garrel. Wir müssen uns zurückziehen, sonst verlieren wir die Lebensschiffe. Woher kommt das Signal? Von hier, einem Schlachtschiff der Geth. Es ist allem überlegen, was wir haben, und hat eine starke Verteidigung.
Das Tarnsystem der Normandy kann uns unentdeckt hinbringen. Ich gehe an Bord und deaktiviere ihr Befehlssignal. Ja, das Abschalten des Signals müsste die Geth komplett ins Chaos stürzen. Ach du heilige Waldfee. Ich habe echt diese Situation völlig falsch eingeschätzt hier. Ich komme darüber auch nicht hinweg und ich kann es nicht ungeschehen machen. Aber das passiert halt. Okay, also die Reaper unterstützen jetzt die Geth. Oder sehe ich das falsch? Also machen wir quasi wieder das Gleiche. Wir holen die Geth wieder zurück von den Reapern? Schon wieder? Wirklich? Ich bin dafür, ihr zieht euch zurück, ja, weil dieser Krieg ist eine völlig falsche Idee. Ihr mögt da vielleicht den Kampf gewinnen, wenn Commander Shepard euch hilft, das Signal auszuschalten. Aber ihr solltet jetzt keinen Krieg führen, der wahrscheinlich Wochen, Monate, Jahre dauert. Das haben wir einfach nicht die Zeit für. Oder da haben wir einfach nicht die Zeit für. Und wenn die verwirrt sind, fliegen sie zu einem Massenportal und ziehen ab. Gut, unsere zivilen Schiffe haben schon zu viele Kämpfe miterlebt. Sind Sie sicher, dass Sie das Signal deaktivieren können? Wir bringen Sie hier sicher raus, Admiral. Unser neuester Admiral hat uns freiwillig sein technisches Fachwissen angeboten. Tali Zorawas Normandy meldet sich zum Dienst. Gut, dass Sie kommen konnten, Tali. Admirals, ich stelle ein Team für die Schlachtschiffaktion zusammen. Danke, Commander. Das geht alles so schnell hier in der Quest. Admiral. Das ist nur eine Formalität. Ich bin eine Geth-Expertin. Das sind Sie. Es freut mich, dass Sie hier sind. Aber wirklich, hier wird nicht gebremst. Das ist, ich hatte gedacht, wir besuchen die Quarianer irgendwie auf einem ihrer Schiffe wieder und laufen da ein bisschen rum in der Hub-Welt oder so. Nein. Los geht's. Wir führen Krieg gegen die Geth. Davon wusstest du nichts. Du machst jetzt mit. Okay, ich bin auf jeden Fall hier, um zu helfen. Hätte ich das gewusst, wäre ich früher gekommen. Sie hatten eigene Probleme. Tut mir leid wegen der Erde. Wir haben die größte Flotte der Galaxie. Wenn Sie uns helfen, greifen wir die Reaper mit allem an, was wir haben. Oder was davon nach diesem dämlichen Krieg noch übrig ist. Sie unterstützen die Invasion nicht? Nein, nach dem Gespräch mit Legion glaubte ich, dass es vielleicht doch eine Chance auf Frieden gibt. Wieso helfen Sie ihnen? Ich bin ein Admiral. Die Leute wollen Führung von mir. Öffentliche Uneinigkeit würde die Flotte spalten. Ich hol Ihre Leute sicher hier raus, Tali. Danke, Shepard. Und nur damit Sie es wissen, vor den Admirals muss alles strikt professionell bleiben. Für alles andere sollten wir uns privat treffen. Natürlich. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Ich bin bereit für das Schlachtschiff, sobald Sie es sind. Ja, das habe ich gemerkt. Ach du meine Güte, Priorität Geth-Schlachtschiff. Na wunderschön. Na, das ging aber fix. Dann schauen wir doch mal, ob Tali jetzt an Bord meines Schiffes ist. Wo sehe ich das? Hier sehe ich das. Tali ist in der Einsatzzentrale zusammen mit einem anderen Admiral. Okay, Garrus und James vergleichen immer noch ihre Geschichten hier im Crewdeck und ansonsten ist alles wie immer, außer dass Cortez ganz alleine in seiner Waffenkammer ist. Sehr, sehr schade. Commander Shepard? Privates, ja? Ich will hier rein. Lauf. Shepard, lauf! Irgendwie fühlt sich das immer an, als würde ich durch ein Glas Nutella laufen. Ja, als wäre ich so ein ganz kleiner Mann, der durch so ein Glas Nutella läuft. Wenn ich durch so ein Ding laufe. Die Kontrollen oder die Steuerung hört auf zu funktionieren und es wird alles so weich. So, Tali ist hier und da ist der andere Admiral. Ja, fangen wir mit dem anderen, nein, mit Tali an. Dieses Schlachtschiff zersägt unsere Flotte. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie es angreifen wollen. Aber anscheinend nicht dir. Wie ist es dir so ergangen? Wie ist es zurück in der Flotte? Im Moment ist es sehr anstrengend. Ich bin Admiral und stehe mitten im Krieg. Ich will nur, dass wir das hier lebend überstehen. Alles andere kann warten. Ich kann sie direkt versuchen zu rekrutieren. Wenn das hier vorbei ist, könnte ich ihre Hilfe gebrauchen. Nein, Shepard. Wenn wir das hier überleben, haben wir eine Heimatwelt. Mein Volk braucht mich. Sie helfen ihrer Heimatwelt, wenn sie die Reaper bekämpfen. Ich weiß nicht.
Wie gesagt, so weit denke ich noch nicht voraus. Okay. Na gut, werden wir sehen, ob wir sie bekommen. Was ist mit Legion? Er kehrte ins Gebiet der Geth zurück, nachdem sie sich der Allianz gestellt hat. Dann haben sie ihn nicht mehr gesehen? Legion und ich haben ein paar Mails gewechselt. Ich hatte gehofft, wir könnten Verhandlungen aufnehmen. Aber ich wurde mit 3-2 überstimmt. Admiral Corris glaubte als einziger, dass es funktionieren könnte. Und jetzt ist es komplizierter wahrscheinlich noch. Wissen Sie, wo Legion jetzt ist? Nein. In seiner letzten Nachricht hat er mir mitgeteilt, dass die Geth Probleme hätten, einen Konsens zu finden. Seitdem nichts? Vielleicht kämpfte er gegen die Übernahme durch die Reaper. Oder er wollte dem Feind keine Informationen geben. Ich hätte ihn vor der Invasion warnen können. Ich hab's nicht getan. Sie hätten ihr eigenes Volk hintergangen. Ich wollte nie ein Admiral sein. Ich sag dir mal eins, das wird man nicht zufällig, ja? Also, wie läuft euer Krieg gegen die Geth? Ich war immer der Meinung, ihr hättet da absolut keine Chance, wenn ihr es versucht. Im letzten Spiel kam mir das so vor, dass die Leute, die unbedingt einen Krieg gegen die Geth wollten, dass die total durchgedreht und verrückt waren, weil die Geth eben unendlich nachproduzieren können. Wie hat der Krieg gegen die Geth eigentlich angefangen? Admiral Zen hat eine Gegenmaßnahme gegen die aktiven Scans der Geth entwickelt. Sie ähnelt einer Blendgranate und hat die Geth-Schiffe im Kampf sehr effektiv außer Gefecht gesetzt. Meine Flotte musste die Gelegenheit nutzen und griff an. Hilft das auch gegen die Reaper? Es funktioniert nur gegen die Geth. Leider. Ihre KI ermöglicht den Einsatz extrem detaillierter Laderpings. Zens Gegenmaßnahme überschüttet sie mit Datenmüll. Und jetzt ist sie nutzlos, weil die Reaper ihre Rechenleistung erhöht haben. Ah, okay. Wie sind Sie wieder zu Ihrer Flotte gekommen, Tali? Zu Beginn des Kriegs bat der Admiralitätsrat um meine Hilfe. Ich hatte zuletzt mehr Kontakt mit den Geth als die meisten anderen meines Volkes. Sie hatten den Sitz meines Vaters im Rat noch nicht besetzt und boten ihn mir an. Das ist aber nur Formsache. Um ein richtiger Admiral zu sein, bin ich viel zu jung. Nicht so bescheiden, Tali. Der Rat brauchte ihre Kompetenz und sie brauchten die Autorität, die mit dem Rang verbunden ist. Das ist so lustig, weil sie ja als Verräterin vor Gericht stand, als wir das letzte Mal mit ihr bei der Flotte waren. Und jetzt ist sie Admiral. Wir reden später, Tali. Für ein privates Gespräch können Sie mich in Ihre Kabine rufen. Ach ja. Na, das werde ich tun. Nee, warte mal. Bevor ich durch diese Molasse-Sperre da gehe, rede ich nochmal mit dir. Shepard, die Flotte steht unter schwerem Beschuss. Wir müssen das Schlachtschiff ausschalten. Du hast mir so ein Ding gegeben. Cool. Ich dachte, du willst mich nur anfassen. Erzähl mir von Admiral Zen. Das war wahrscheinlich... Ich bin mir nicht mehr sicher, wer das war. Tut mir leid. Welche Flotte kommandiert Admiral Zen? Spezialprojekte. Das ist eigentlich gar keine Flotte. Nur einige Forschungsschiffe. Ihre technischen Errungenschaften haben uns der Heimatwelt schon viele Schritte näher gebracht. Was wissen Sie über Admiral Geralds schwere Flotte? Sie war vor dem Krieg unsere militärische Hauptstreitmacht und bestand aus allen quarianischen Schiffen, die für längere Kämpfe ausgerüstet waren. Mit den turianischen Streitkräften ist sie natürlich nicht vergleichbar, aber wir haben immerhin einige schwere Fregatten und moderne Jägerstaffeln. Ich habe das Gefühl, dass ich die haben will. Tali sagte, sie hätten die größte Flotte der Galaxie. Die Turianer haben mehr Schlachtschiffe. Ihre militärische Gesamtmacht übersteigt die unserer schweren Flotte bei weitem. Aber bevor wir in diesen Krieg zogen, rüsteten wir jedes Schiff der quarianischen Flottille für den Kampf auf. Sogar unsere Lebensschiffe haben jetzt Kanonen. Das ist ein hohes Risiko. Das ist ein hohes Risiko. Ein sehr hohes Risiko. Aber, ich meine, im normalen Krieg zwischen normalen Nationen und normalen Planeten wahrscheinlich gibt's noch gewisse Regeln, dass man nicht auf zivile Schiffe schießt. Und wenn man dann Flüchtlingstransporter auch mit Waffen ausstattet oder Lebensschiffe mit Waffen ausstattet, dann verschmiert man wahrscheinlich diese Grenze und deswegen wird das wohl nicht gemacht. Im echten, normalen Mass Effect Krieg.
Aber die Reaper, die haben kein Problem damit, ein Flüchtlingsschiff anzugreifen. Die haben kein Problem damit, ein Lebensschiff anzugreifen. Deswegen finde ich es klug, dass ihr da Waffen dran geschraubt habt. Setzen Sie alles ein. So ist es. Durch die Modifikationen sind die Kanonen der Lebensschiffe durchaus mit den Hauptgeschützen eines Schlachtschiffs vergleichbar. Beeindruckend. Sie sind zwar nicht so gut gepanzert wie ein echtes Schlachtschiff, aber sie können die schwere Flotte im Bedarfsfall effektiv unterstützen. Das ist so ähnlich, wie wenn jetzt die Zombie-Apokalypse losgehen würde. Da hätte ich lieber mehr Waffen als weniger. Das zeigt aber auch nur, wie verzweifelt ich eigentlich schon bin. Erzählen Sie mir von der Patrouillenflotte. In Friedenszeiten war die Patrouillenflotte für Navigation, innere Sicherheit und die Schlichtung von Konflikten zwischen Schiffen zuständig. Jetzt decken wir mit unseren leichten Fregatten und Jägern hauptsächlich die Flanken der schweren Flotte. Sie kann zurück an die Arbeit. Mit diesem Pad so. Danke, Commander. Diese Kunstpausen, die dadurch entstehen. Aber gut, wir haben ein bisschen was über die Flotten gelernt und wir haben auch gelernt, dass wir nicht unbedingt die Lebensschiffe einsetzen müssen, wenn wir nicht müssen, ja? Commander Shepard? Ja, Private? Lass mich durch diese Barriere durch. Ach du meine Güte. Haben wir was Neues? Commander? Nein, haben wir nicht. Dann werde ich in meine Kabine gehen, die Fische füttern und Tali zu mir hochbestellen. Ich bin gespannt, was sie meint mit... Wieso ist die Tür offen? Was ist hier los? Ich sehe jemand, Tali einladen. Ja, aber meine Tür ist... Ah, okay. Da ist sie wieder. Meine Tür hat eine Fehlfunktion. Na dann, wollen wir uns mal ein bisschen privat austauschen. Tali, wenn Sie raufkommen möchten. Ich bin gleich da. Danke für die Einladung. Ich konnte vor Rahn nicht frei sprechen. Alles okay? Nein. Nein, überhaupt nicht. Verantwortung für 17 Millionen. Und ich weiß nicht, ob ich sie retten kann. Sie tun ihr Möglichstes. Falls die Flotte scheitert, dann nicht wegen Ihnen. Ich habe meinem Vater geholfen. Und Sens Pläne? Die neue Tech für die ach so wunderbare Invasion basiert auf der Arbeit meines Vaters. Wenn sie wegen mir sterben... Und ich... Wir holen Sie sicher da raus, Tali. Ohne Sie könnte ich das nicht, Shepard. Ich blöffe doch nur und versuche, dass alle glauben, dass die Admirals Tochter weiß, was sie tut. Nicht die Admirals Tochter. Der Admiral. Ich weiß. Jetzt kann ich wenigstens die schlimmsten Ideen kontern. Darum habe ich den Posten angenommen. Und wegen ihm. Wegen mir? Als ich das Angebot bekam, habe ich mich gefragt, was Sie tun würden. Sie würden die Chance nutzen, etwas zu verbessern. Das klingt wahrscheinlich dumm, aber ich kann so etwas nicht besonders gut. Alles in Ordnung, Tali. Und danke. Ich muss zurück, bevor die Admirals wieder Probleme kriegen. Wir reden später weiter. Okay, das war nur ein ganz kurzer Einblick. Ich nehme an, wenn man eine Romanze mit ihr hatte, dann wird das eine deutlich längere Unterhaltung. Aber so wie das im Moment mit uns ist... hat sie mir nur ihre Selbstzweifel offenbart, was ich hier hoch anrechne. Ich habe angeblich eine neue E-Mail. Oder? Keine Ahnung. Wohl nicht. Gut, dann schauen wir uns um. Gucken wir, ob ich dieses Schiff da infiltrieren kann. Außer hat sich jetzt noch irgendetwas grundlegend geändert, aber nein, so sieht's nicht aus. Dann fliegen wir jetzt zu den Geth. Ja, zu dem speziellen Geth-Schiff befreien die Geth wieder mal von der Reaper-Kontrolle, die sie so effizient macht, und hoffen, dass wir dann endlich sowas wie eine Art Friedensplan aushandeln können. Das muss ja irgendwann mal passieren. Ich glaube nämlich nicht, dass wir hier die Geth komplett vernichten. Ich glaube auch nicht, dass wir es komplett können. Selbst wenn wir wollten. Was haben wir denn eigentlich hier? Hier ist eine Menge Sachen. Die Migrantenflotte, ein Geth-Trümmerfeld und das Geth-Schlachtschiff. Dann fliegen wir doch erstmal zur Migrantenflotte. Vielleicht ist das ja die Hubwelt, auf der ich landen wollte. Nein, ist es nicht. Es ist die Hubwelt, aber ich kann nicht landen. Schade. Das Geth-Trümmerfeld,
hat auch noch keine Verwendung. Okay. Und das Schlachtschiff soll ich ausschalten. Na gut, dann bleibt uns ja nicht viel anderes übrig. Scans des Geth-Schlachtschiffs im Orbit von Ranoch zeigen eine einschüchternd vielseitige Bestückung. Von einem verbesserten Hauptgeschütz über Anti-Raumschiff-Laser im Ultraviolettbereich bis hin zu verstärkter Triebwerksleistung. Geth-Arbeiter wollen keine Pause, Löhne oder Autonomie. Und die einzige Einschränkung beim Bau ihres Flaggschiffs waren Zeit und Rohmaterial. Der Schaden, den die Quarianische Flotte angerichtet hat, ist bestenfalls oberflächlich. Das sieht auch aus wie ein Reaper. Docken wir da mal an, ganz vorsichtig. Und Tali ist gesetzt. Ja, Tali ist gesetzt. Ich kann hier Aussehen verändern. Ich wollte ja eigentlich auf die nächste Mission irgendwann mal James und Garrus mitnehmen, weil die sich ja so gut verstehen miteinander. Und endlich mal gucken, wer der bessere von beiden ist. Aber da das jetzt nicht möglich ist, denke ich, werde ich Ashley wieder aus... Ja, nehmen wir Ashley mit. Ashley ist... warte mal. Ach so. Erstmal will ich das Aussehen ändern. Aufladetempo der Kräfte. Waffenschaden? Was sieht denn am besten aus? Kraftschaden. Das sieht irgendwie cool aus. Es hat mehr... irgendwie mehr Farben. Das Gold oder was auch immer. Das ist, gefällt mir. Das ist halt der Standard-Skin. Ja, dann nehmen wir das Ding. Das nehmen wir. Und dich nehmen wir auch mit. Und los geht's. Ich habe meine... Ach, die habe ich nicht geupgradet. Ah, ich bin doof. Dann nehmen wir doch mal wieder die Paladin mit. Bleiben bei der Waffe, die wir kennen. Und schauen bei euch mal, was wir euch Gutes tun können. Also, Ashley hat ihr Avenger-Gedöns. Das könnte ich auch mal upen, weil ich finde ja wahrscheinlich sowieso kein besseres. Und hier ein Präzisionsgewehr. Tali kann... Das bin ich. Tali kann Pistolen benutzen. Da wäre ich dann auch für die Paladin, weil immer die Paladin. Die Paladin und die Paladin. Erhöhen wir den Schaden auf jeden Fall. Und dann baue ich da vielleicht auch dieses Kraftschadensgedöns rein, weil sie ist ja auch Biotikerin. Schrotflinte. Katana. Scimitar. Oh, was bist du denn? Und wann habe ich dich gefunden? Das ist ja ein Ding. Und die Crusader, die ist aber auch hammerhart. Die Claymore. Ach du Scheiße. Nehmen wir die Crusader. Ja, warum nicht? Dann bauen wir da... Was bauen wir? Messer ran? Nein. Wir erhöhen den Schaden. Ganz normal Standard. Und dann erhöhen wir... die Präzision vielleicht? Die ist sowieso schon sehr hoch. Aber erhöhen wir die Präzision. Ja, das passt zu Tali. Ich bin ja begeistert von der Schrot... Vielleicht nehme ich mal eine Schrotflinte mit auf meine Abenteuer. Das könnte sein. Das wäre mal eine Idee. So... Was lernst du? Lernst du Disruptor-Munition? Ja, du lernst Disruptor-Munition. Und bei Tali müssen wir uns ein bisschen mehr mit beschäftigen. Also sie kann Energieentzug. Entzieht Feinden, Barrieren und Schildenergie. Das klingt schon mal sehr nützlich. Sehr, sehr nützlich. Sabotiere? Ah, damit kann ich synthetische Wesen auf meine Seite ziehen. Also ich denke, ich werde die beiden skillen und die Maschinistin. Ja. Nein, wo mache ich das? Hier. Fast hätte ich es beendet. Fast hätte ich es bestätigt. Dann wäre sie ungeskillt in den Kampf gegangen. Okay, Energieentzug. Schaden oder Radius? Was kommt danach? Ja, ja. Aufladetempo oder Schildregeneration? Ja, erhöhen wir den Schaden. Dann werden wir hier... die Schildregeneration erhöhen und dann machen wir hier auch nochmal den Schaden. Ja, wir erhöhen den Schaden und den Schaden. Falls es nicht klar war. Ich mag Schaden. So, Sabotage bringt die auf meine Seite. Kraftdauer? Okay.
mehr Schaden an dem übernommenen Feind. Das gibt eine Explosion, das ist interessant. Oh mein Gott, das ist cool. Ja, dann werden wir das hier machen, die Explosion lernen und 100% mehr Schaden von den Gegnern. Also die Gegner machen 100% mehr Schaden, wenn sie von ihr übernommen worden sind. Das klingt einfach super. Was haben wir hier? Gesundheit oder schneller aufladen? Da denke ich, werde ich schneller aufladen, mehr Schaden. Gruppe oder Drohnenkräfte? Ja, die Drohnen benutzt sie ja fast gar nicht. Also habe ich ja gar nicht gelernt. Und ich kann ja einmal kostenlos umskillen. Also was mache ich mir da Gedanken? So, die Abwehrdrohne oder die Angriffsdrohne? Na, die Kampf. Wir nehmen die Kampfdrohne. Und los geht's. Nähern uns dem Heimatsystem der Quarianer. Ankunft auf Runoff in 5 Minuten. Was sagen die Kombaken? Dass die Kacke übelst am Dampfen ist, Commander. Ich registriere mehrere hundert einzelne Schiffsignaturen in aktiver Kampfhandlung. Hab ich doch gesagt. Bringen Sie uns rein. Edi ist einfach viel präziser als Joker, was das angeht. Tarnsystem aktiviert. Die entdecken uns nur, wenn wir alle anfangen, die russische Nationalhymne zu singen. Wo kommt das denn her? Joker. Super. Vielleicht ein bisschen anstößig, aber super. Achtung, meine Güte. Ihr kämpft ja wirklich auf engstem Raum. Das ist die reinste Messerstecherei hier. Meine Cyberkrieganlage hat Zugriff auf ihre Andock-Protokolle. Also gut, sobald wir an Bord sind, suchen wir den Sender des Reaper-Signals und schalten ihn ab. Tali ist Expertin für Geth-Software und zuständig fürs Hacken und die Sicherheitssysteme. Klingt wie ein Plan. Schön, Sie wiederzusehen, Lieutenant Commander Williams. Ich denke, wir können auf Ränge verzichten, Admiral. Danke, Ash. Bereit, ein paar Geth zu erledigen? Wie in alten Zeiten. Shabbat, wir haben ein Problem. Alle Röhren außer einer sind physikalisch gesichert. Ich sehe die freie, allerdings ziemlich mitgenommen. Zu riskant für das ganze Team. Ich sichere den Dockbereich. Dann folgt mir der Rest. Verstanden, Commander. Wir bleiben hier. Sie wissen schon. Buchsmäuschen still. Augenblick. Dauert nur eine Minute. Na, hoffentlich. Da bin ich mal gespannt. Das ist sehr... Oh! Bin ich jetzt in Dead Space? Ach, du heilige Waldfee. Speichern! Kann ich nicht. Ah! Hör auf, dich zu drehen! Mir wird anders! Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, ist das geil. Also ich meine, ja, ja, okay. Das ist vielleicht der beste Moment in Mass Effect 3 für mich. Ja. Das ist der Hammer. Das Gefühl. Kein Wunder, dass die Quarianer Probleme hatten. Das Schiff ist riesig. Ja, Shepard, Größe ist nicht alles. Es ist 30% größer als ein Allianz-Schlachtschiff. Nach Länge oder nach Volumen? So, ach du meine Güte. Tali, Sie werden die Aussicht lieben. Besser als ein Video? Besser als... Viel besser. Ein Videospiel. Guck dir das mal an, ich laufe seitlich und dann dreht sich der ganze Bildschirm. Ach du meine Güte, ich glaube, das hatte ich noch keinem Spiel. Aber ich spiele auch nicht fürchterlich viel, was komisch klingt für einen Let's Player. Also ich muss noch da, hä? Ja, dann laufen wir jetzt hier die Wand hoch. Wenn ich mir vorstelle, mein ganzes Team müsste hier entlang laufen. Und, ach komm, das geht. Shepard, du Pussy. Wahrscheinlich wird das hier weniger toll, wenn man es öfter gemacht hat, aber ich find's gerade geil. Ja. Gibt wahrscheinlich einen Weg, den man gehen kann. Und das ist... Oh, oh. Da wäre ich fast hängen geblieben und gestolpert. Komm, Shepard, lauf ein bisschen schneller.
Die Schwerelosigkeit ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Das Schlachtschiff hat künstliche Gravitation. Sobald sie an Bord sind, gibt's das Problem nicht mehr. Bis dahin muss es eben mit den Magnetstiefeln gehen. Hey, lassen Sie sich Zeit, Commander. Ernst wird es erst, wenn die aus dem Fenster schauen. Geth benutzen keine Fenster, wissen Sie noch? Strukturschwäche. Die Geth sitzen jetzt da und sagen sich, die Nummer mit keine Fenster ziehen diese organischen Wesen kein zweites Mal durch. Kann ich hier einfach weiterlaufen? Sieht so aus, ich war kurz verwirrt. Gut, da sind wir wohl. Bin ich jetzt tot? Ach so, nein, ich habe überlebt. Okay. Ich dachte schon, Game over. Muss ich wohl eine andere Andockröhre besorgen. Sie wollen die Sache mit dem Schlachtschiff also nicht alleine durchziehen? Nicht, wenn es sich vermeiden lässt. Das ist ja der Hammer, ich bin alleine. Ich soll die Pläne des Schlachtschiffs ansehen. Wenn sie mir den Weg zu einer anderen Andockröhre zeigt, übernehme ich die Steuerung und bringe das Team an Bord. Rin, es gibt wieder Gravitation. Sehr gut, ich suche gerade... Hab's gefunden. In der Nähe ihrer Position müsste es einen Schaden in der Hülle geben. Die nächstgelegene unbeschädigte Andockröhre ist auf der anderen Seite. Ich bin auf mich alleine gestellt, das ist so geil. Bis zum nächsten Mal.